Remon, der unter dem Künstlernamen Sketch auftritt, kommt ursprünglich aus Braunschweig und studiert nun interaktive Mediensysteme an der Hochschule. Seine Songs sind überwiegend humorvoll und handeln von alltäglichen Sachen. Zum Teil enthalten sie auch Rap-Elemente, also seid gespannt. So ja, also ich bin Sketch und nachdem es jetzt gerade ein paar Gedanken, so eher so eine nachdenkliche Lieder gab, gebe ich jetzt Konterprogramm. Jetzt wird's dumm. Also drei Lieder purer Dünnschiss. Ja, eins vielleicht nicht, aber drei Lieder traurig, aber wahr. Ja, los geht's. Checkt meinen BAföG-Satz, living the dream auf meinen 16 Quadratmetern. Bitches fragen, ob ich mit dem Rest in eine Bar gehen kann. Ich so würd gern, aber mein Geld sieht das anders. Ah, frag doch am ersten nochmal. Da hab ich Geld, gönn mir den heftigsten Scheiß. Doch Monatsende fresse Ketchup mit Reis, weil's für Tzatziki nicht reicht. Würd gern darüber rappen, dass ich Fettparer mach. Doch leider hab ich was Geld angeht, bei schwanzvergleichende Vagina, ja. Doch das hol ich schon wieder auf, denn meine Mama meinte, studieren lohnt sich nach hinten raus. Also gebt mir ein paar Jahre und ich zähle fett mein bares Portemonnaie. Ich hab ja irgendwas mit Medien gemacht jetzt. Doch es ist gut so, ich will mich wirklich nicht beschweren. Nein, ehrlich, es ist gut so, nein, keine Angst, ich will nicht mehr. Doch ist egal, weil es mir jetzt grad Spaß macht. Wenn es dann am Ende trotz meiner Bemühungen geht, technisch halt einfach nicht reicht, heirate ich einfach reich. Meine Freundin macht Sozialwissenschaften. Ja, okay, das hat so gar nicht geklappt, ne? Kleiner Diss am Rande, hofft, dass sie den Scherz versteht. Ich hab's ja nur gemacht, damit's mir besser geht. Ja, aber schon ne geile Scheiße, die Liebe. Habe zwar keinerlei Scheine, bin dafür reich an Gefühlen. Aber irgendwas anderes hab ich grad echt nicht viel. Also Arbeitskleidung an die Kasse setzen und Geld verdienen. Für Mindestlohn ein paar Stunden Pausen nur schuften, um mit dem Gefühl zu duschen, dass man gerade ausgenutzt wurde. Ja, das ist Highlife, wir fighten. Ja, okay, vielleicht nicht. Vielleicht kann man streiten, wie Highlife dieses Leben jetzt ist. Aber auch schon ist die eine Seite krassester Abfuck, ist wenigstens die andere dann das, was mir Spaß macht. Doch es ist gut so, ich will mich wirklich nicht beschweren. Nein, ehrlich, es ist gut so, nein, keine Angst, ich will nicht mehr. Ich ächz mir einen Arsch ab, doch ist egal, weil es mir jetzt grad Spaß macht. Wenn es dann am Ende trotz meiner Bemühungen geht, technisch halt einfach nicht reicht, heirate ich einfach reich. Und hier sollte noch ne geile Zeile sein, aber leider hab ich gerade für die Zeile keine Zeit. Aber es ist gut so, es ist gut so. Und wenn es trotz meiner Bemühungen geht, technisch halt einfach nicht reicht, heirate ich einen Scheich. Vielen Dank. So, jetzt zu einem der traumatischsten Ereignisse, die ich jemals so mitbekommen habe. Da gehört so eine kleine Geschichte dazu. Es beginnt eigentlich wie jede gute Geschichte. Es war einmal beim Vortrinken. Ich saß so mit einem Kumpel alleine, zu zweit irgendwo. Wir sollten dann später irgendwo anders hingehen, aber die hatten noch keinen Bock auf uns. Also saßen wir da, dachten uns, was können wir machen? Wir haben dann letzten Endes Stronghold Crusader rausgepackt. Das haben wir beide so ganz, ganz früher gespielt. Haben meinen Laptop gestartet, ne? Hatten auch richtig Bock eine halbe Stunde, bis ich dann mein Getränk ausgekippt habe. Über den Laptop natürlich. Ja, als ich das erste Mal vorgespielt habe, stand danach in der Pressemitteilung, ich hätte Saft ausgeschüttet. Aber wir wissen alle, dass es kein Saft war. Also, ja, vielleicht könnte dem einen oder anderen die Melodie etwas bekannt vorkommen. Es war einmal ein volles Glas, wir und mein Laptop hatten Spaß. Der Abend war so geil, es ging nicht krasser.
Bewegungen, die waren sehr dumm. Ich holte aus, es kippte um und alles, was da war, war voller Wasser. Voller Wasser, voller Wasser, voller Wasser, voller Wasser. Langeweile, ich kann nur hocken, mein Laptop muss eine Woche trocknen und das alles nur wegen einem Muntermacher. An jenem Abend war ich hohl, ich trink nie wieder Alkohol. Mein Laptop ist für mich jetzt unantastbar. Unantastbar, 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 unantastbar. Ich lach jetzt doch, denk so nen Scheiß und unter anderem fuck my life. Sie fragen, wollen wir zocken? Ich so, lass mal. Moral von der Geschichte, vertraue deinen Gläsern nicht, denn alles, was sie sind, ist voller Wasser. Voller Wasser, voller Wasser, voller Wasser, voller Wasser. Vielen Dank fürs Mitsingen. Ja, das nächste Lied, das passt jetzt eigentlich ganz gut, weil vor mir schon über Bahngeschichten geredet wurde. Das ist jetzt hier auch der Fall. Ich habe wegen dieser Aktion 30 Euro zurückbekommen. So eine Fahrt war es. Ja. Schweiß, durchnässtes Hemd, dein Baby kreischt, sie verteilt das fahrgastrechte Formular an jeden Fahrgast. Ja, so eine Fahrt war's, liebe Bahn, ja das stimmt, wer braucht eine funktionierende Klimaanlage, wenn es gerade 30 Grad im Schatten sind? Die Lage zeigt ja, es geht jedem gut, bloß ein Notarzt, ein Satz in jedem Zug und nicht zwei, ansonsten läuft es ja nach Plan. Ach so, ja, Göttingen wird nicht angefahren, irgendwas von Oberleitungsstörung und Ersatzstrecke gesperrt aufgrund von Bauarbeiten für ein noch schnelleres Hamsterrad. Wir fahren jetzt über die Dörfer zur nächsten Haltestelle mit dem IC über eine Regionalbahnstrecke, ist nur ein Stündchen mehr, Alter, regt euch mal nicht auf, bei 2 Stunden Verspätung macht die Extrastunde auch nichts aus. Kurz vom Bahnhof dauert die Ankunft noch länger, denn der Bahnhof hat gar nicht mehr mit unserer Ankunft gerechnet. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Take care und den besten Tag. Achso, sie wollen nach Göttingen. Ja, Pech gehabt. Dicht gedrängt, man schmeckt den Schweiß. Durchnässtes Hemd, ein Baby kreischt. Sie verteilen das fahrgastrechte Formular an jeden Fahrgast. Ja, so eine Fahrt war es aus gegebenem Anlass. Bitte werfen Sie kein schweres Gut oder Tomaten auf das Personal. Die sitzen ja im selben Zug. Die können auch nichts dafür. Die wollen auch nur nach Haus. Der Lokführer will auch nicht mehr und steigt dann jetzt in Fulda aus. Und ohne den wird es jetzt wirklich sehr schwer. Wir suchen einen neuen. In 10 Minuten wissen wir mehr. Dauert doch nicht lang, bis der den Zug dann betritt. Und auch so zu Ihrem Anschluss. Hör, der Zug wartet nicht. Sorry, Sie können ja mit dem nächsten fahren. Oder hoffen, dass Ihr Anschlusszug Verspätung hat. Die Chance ist ja auf jeden da. Und um das rauszusuchen, gibt's mittlerweile das zugeigene, nicht laufende WLAN. Ja, und das ist ein Ersatzzug. Wirklich sehr wichtig, heißt die Reservierung. Bitch, die ist nichtig. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Take care und den besten Tag. Achso, sie hatten einen Termin. Jo, Pech gehabt. Dicht gedrängt, man schmeckt den Schweiß.
durchnässtes Hemd. Ein Baby kreischt, sie verteilen das fahrgastrechte Formular an jeden Fahrgast. Ja, so eine Fahrt war's. Deutsche Bahn schon sehr geil, immer pünktlich, nur nicht wenn die Sonne scheint. Schau, wie sie alles bestens im Griff hat, außer wenn es gewittert. Doch davon abgesehen ist alles gut geregelt, nur nicht wenn es regnet oder schneit oder hagelt. Ja, alles schon gesehen, man kann gar nicht auf sie zählen, aber darauf kann man zählen, ja. Deutsche Bahn schon sehr geil, immer pünktlich, nur nicht wenn die Sonne scheint. Schau, wie sie alles bestens im Griff hat, nur nicht wenn es gewittert. Davon abgesehen ist alles gut geregelt, nur nicht wenn es regnet oder schneit oder hagelt. Ja, alles schon gesehen, man kann gar nicht auf sie zählen, aber darauf kann man zählen, ja. Ja, das war's dann auch von meiner Seite. Also wenn ein paar Leute bei mir auf der Facebook-Seite vorbeischauen könnten, wäre das ganz gut. Auch auf YouTube wäre das gar nicht schlecht. Weil ich möchte eigentlich einen Namen so hinter meinem Link bei YouTube haben. Das Problem ist, dafür brauche ich 100 Abonnenten. Ich bin aber fast da mit meinen 28, also. Aber wäre toll, wenn ihr mir dabei irgendwie helfen könntet.